Und auf der anderen Seite zu diesem Zeitpunkt bei den Merlins Jonathan Moore und Benny Lischka ausgefallen gewesen und auch einen Stevie Johnson noch überhaupt nicht im Kader, der ja in den vergangenen beiden Spielen 100% Wurfquote aufgelegt hat. Ja, das sind praktisch drei neue Spieler, die heute ins Spiel kommen. Aber jetzt lassen wir sie mit der Spielervorstellung der Kaiser Merlins alleine. Wir melden uns wieder kurz vor Spielbeginn mit der Starting Five der beiden Mannschaften. Doch jetzt wohl viel Spaß mit der legendären Spielervorstellung von Pimp. Du verschweißt es nicht. Wir sehen uns draußen, Anke. Nein, Spaß, da seid ihr keine aus Wuchshafen da. Ich habe so gute Witzeauflagen gehabt heute. Verdammte Axt. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu sagen, einen schönen guten Abend und hallo! Natürlich noch um einiges motivieren, hier auch die Power zu geben. Und Stevie Johnson, der letzten 5-6 Spiele wirklich hier der Matchwinner war. Extrem gut. Er ist unauffällig in der Defense. Er wurde ganz klar zum Leader der Mannschaft. Ja. Der die wichtigen Entscheidungen trifft, der in den wichtigen Situationen parat steht. Aber einfach unauffällig spielt. Ja. Ja. So, Sprungball, Jonathan Moore gegen Ivan Harris. Und dann geht's auch los. 4x10 Minuten. Basketball-Krimi, Basketball-Tragik, Basketball-Komödie. Wir werden sehen. Ja. Wir werden nach dem Spiel unseren kleinen Oscar. Für uns hier in der Halle in 3D, für Sie zu Hause in HD. Aber ich denke, angesichts der großen Differenz, Distanz zwischen Cuxhaven und Crailsheim geografisch gesehen, ist das für die Fans der Gäste insbesondere eine gute Alternative. Wir hoffen, Ihnen ein gutes Spiel präsentieren zu dürfen. Natürlich. Und mit den ersten Punkten für die Gäste. Cuxhaven kennt den Service eines Livestreams natürlich. Sie haben selber einen Grüße an Cuxhaven Baskets TV hier an dieser Stelle. Und der erste Angriff der Merlins mit Derek Coleman während hier die Cuxhaven mit dem ersten Angriff vorher abschließen konnten. Justin Groh auf Stevie Johnson. Schön durchgesteckt. Verlegt. Gut verteidigt. Und Kelly im Duell gegen Derek Coleman, Stevie Johnson und das Foul von Jonathan Moore. Greift rein. Oh,
Aber da wurde eine Wurfbewegung von den Schiedsrichtern gesehen. Deswegen Freiwürfe. Und Harris macht beide. Oh, 4:0. Der erste kleine Lauf der Cuxhaven Baskets. Nach einer gespielten Minute. Philipp Friedel, der jetzt auch seinen Wurf von außen so langsam gefunden hat, auch wenn diese über den Korb rollt. Ja, insgesamt starkes Spiel gemacht zuletzt. Definitiv. Und der zweite Versuch. Aber, Offensiv-Rebound von Moore, kann nicht kontrollieren. Ball wieder Kelly, bei den Gästen. Kelly kann mit jetzt Platz. Zum Korb ziehen, ja. 6:0. Merlin ist noch nicht im Spiel. Nach eineinhalb Minuten, ja. Wäre wichtig, die ersten Punkte für die Merlins hier zu sichern. Ja, Willi Young zeigt den ersten, den Spielzug an für Derek Coleman. Friedel jetzt. Jonathan Moore. Verteidigt von Scott Thomas. Noch 5 Sekunden. Das von dir angesprochene Duell geht in diesem Fall an den Kreisheimer. 1:0. Wobei Scott Thomas auch schon 2 Punkte auf dem Konto hat. Kelly von außen. Und der Rebound bei Philipp Friedel. Einem 1,83 großen Philipp Friedel. Ja, das ist ein gutes Timing, gutes Stimmspiel. Und Ball war noch zuletzt in Cuxhaven Hand. Und Ballbesitz. Für Cuxhaven. Oh, und wieder Philipp Friedel. Gegen Dunbar. Cuxhaven, ein sehr, sehr enger Mann in der Verteidigung. Und hier das erste Foul von Rockman oder Rockmann. Na, Philipp Rockmann. Ja. Deutscher und 2N ist der Mann. Ganz genau. Und nochmal Ballbesitz für die Merlins bei noch 14 Sekunden Spielzeit. Stevie Johnson, Justin Crow. Ah, ich wollte sagen, an der Körperdrehung ist er am Spieler vorbei und da bekommt Ivan Harris sein erstes persönliches Foul. Und es gibt jetzt 2 Freiwürfe für Justin Crow. Justin, ich sag immer Justin mit O. Justin, ja. Justin Crow. Seine unnachahmlichen Position beim Freiwurf. Er sieht aus wie so ein Starter beim 1000-Meter-Lauf. Ah, gerne bringen. 3:6. 7:35 noch zu spielen im ersten Viertel. Und wieder das Aufbauduell. Coleman gegen Scott Thomas. Das müsste Kelly sein. Oh, das ist, ach, zu Recht. Das ist schon, ja, Kelly. Schön gespielt von Rockmann auf Jeremy Dunbar. Der nimmt den offenen Wurf. Und der sitzt. Und stellt wieder 5 Punkte Führung für die Gäste. Jerry Coleman. Mit überraschend viel Platz. Moore zieht durch. Und schöner Pass auf Philipp Friedel. Schön ausgespielt, aber ja, heute wird es noch nicht. Na, hätte er einen von den 3 getroffen, wäre das Spiel jetzt ausgeglichen. Aber hätte. So, jetzt Harris gegen Johnson. Im 1 gegen 1 Größenvorteile ausgenutzt. 7 Punkte Führung. 6 Minuten 40 noch. Aktuell auch noch sehr, sehr wenig Bewegung im Spiel der Merlins. Ja, und Ballverlust Coleman. Ah, das wirkt alles ein bisschen. Und 3 gegen 1. Boah, das war, hätte ich auch als Schrittfehler gesehen. Jeremy Dunbar. Und der Rebound bei Justin Grove. Glück jetzt für die Merlins. Es sieht nur so aus, als ob sie aktuell das Spiel wirklich über Philipp Friedel versuchen aufzubauen. Er steht immer an der Weak Side. Und nächster Ballverlust. Crow fordert hier den Foulpfiff. Schön gespielt. Thomas auf Kelly, aber der verlegt. Jetzt Fast Break. Das ist das, was Willi Young eigentlich sehen will. Und Justin Crow setzt sich jetzt endlich mal durch unter dem Korb. 5:10, ja, aber ein sehr, sehr wildes Spiel aktuell. Bisher.
Mörl ist noch leicht konfus im ersten Viertel, in den ersten 5 Minuten. Ja. Den Rhythmus noch nicht hundertprozentig gefunden. Es bleibt jetzt in der Defense stabil zu werden und vorne bessere Lösungen im Angriff zu finden. Das nächste Foul geht gegen Stevie Johnson, wenn ich es richtig gesehen habe. Und es gibt 2 Freiwürfe für Evan Harris. Ja, natürlich auch Grüße nach Spanien zurück. Wer auch immer du bist im Live-Chat. Wir freuen uns, dass wir hier auch europäische Gäste begrüßen dürfen. Während so Harris verlegt den Zweig. Johnson wurde einen Rebound holt. Und Derek Coleman zum Korb ziehen kann. Schön gespielt. Abgelegt. Sauber durchgesteckt. Er hat die Pässe nimmt aus Stevie Johnson sehr gut an. Er ist unter dem Korb immer sehr, sehr, sehr wach. Also immer anspielbereit. Selten, dass er mal einen Pass unter dem Korb nicht aktiv bekommt. Auch dann selten, dass er da nicht erfolgreich abschließen kann, wenn er den Ball so serviert bekommt. Und Thomas. Oh, ja, jetzt sieht man, warum er eine so hohe Effektivität auflegt. Lässt sich hier nicht stoppen. Und der erste Dreier für die 13 Merlins. Benjamin macht sich jetzt bereit. Ich denke, er wird vermutlich für Philipp Friedel kommen. Dass sie einfach unterm Korb ein bisschen flexibler sind. Boah, das war die Antwort von Thomas. Ja, und ich denke, dass auch dann, dass Jonathan Moore dann auf die Small-Forward-Position ausweicht, wo er sich ja in den letzten Spielen noch merklich wohler gefühlt hat, eigentlich als auf der 4. Ja, dieser Angriff. Und Friedel noch nicht so im Spiel drin. Foul gegen Coleman. Und jetzt kommt der Doppelwechsel. Ja, Buck und Liska. Ja, Auszeit erstmal. Ja, Auszeit für die Merlins. Ja, 4 Minuten 19 noch zu spielen. 6 Punkte Rückstand. Merlins finden offensiv momentan noch nicht wirklich statt. Und in der Defense weiß man sich da ein ums andere Mal doch nur mit dem Foul zu helfen. Ja, die Cheerleader der Greizer Merlins, die jetzt auch ihre eigenen Autogrammkarten haben, so eine kleine Story am Rande. Wir sind das einzige Pro-A-Team. Ich glaube auch das einzige Team in Pro-A-Bundesliga, wo die Cheerleader ihre eigenen Autogrammkarten haben. Nette Aktion des Merlins Dance Teams. Noch 4 Minuten 19 zu spielen, 2 Teamfouls auf beiden Seiten und 6 Punkte Rückstand für die Merlins. So, jetzt Friedel bleibt drauf. Johnson und Moore sitzen jetzt auf der Bank. So, und jetzt ist noch der Dunbar Clan im Chat. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade nicht mitbekommen haben. Schön, dass Sie auch hier sind, während wir Ihre Verwandtschaft gerade den ersten Freiwurf trifft. Sicherer Schütze, Jeremy Dunbar. 8 Punkte Führung. Ja, denken Sie bitte dran. Joe Buck. Buck mit dem Stopp den Ringer. Denken Sie bitte dran, Ihr Ticket zu lösen. Dass Sie das Spiel ja auch in voller Länge genießen können. MerlinsTV.de Tickets. Und dann den Code eingeben. Und Sie sind auch aktiv beim Spiel dabei. 12-18, 6 Punkte Rückstand wieder. Für die Merlins. Und der kleinste Holding Rebound. Pro, Danny Liska. Schöner Pass auf Joe Buck. Und das Foul von Harris. Zweites persönliches Foul von Harris. Und das war das zweite Foul von ihm. So, und jetzt wechseln auch
Cuxhaven. Rockmann und Harris gehen raus. Pratt und Macheldanz kommen rein. Harris eben jetzt mit zwei persönlichen Fouls belastet. Und Joe Buck gibt den ersten, während sich Mike Rose hier bereit macht. Und der zweite geht übers Brett. Auch das zuletzt eigentlich eine Stärke der Merlins. Die Freiwurfquote geht hier erstmal wieder in den Keller. Thomas war unter Bedrängnis. Ja, nicht aber zu verteidigen. Ja, jetzt geht es jetzt Scott Thomas nicht heiß laufen zu lassen. Und das war das Foul von Monja Pratt. Ja. Das war das vierte Teamfoul, wenn ich es richtig erinnere. Ein viertes Teamfoul. Und 9 Punkte Vorsprung für den Merlins. Mike Rose kommt für Philipp Friede. Bei 20 noch. Coleman. Zu lang. Scott Thomas von ganz weit draußen. An den Ring. Und Offensive Rebound. Ball fliegt zu. Dann war ganz offen. Erhöht auf 12. Merlins kommen nicht in dieses Spiel. Ja, sie finden keinen Weg zum Korb. Jerome Lagrange. Ja, und die Verteidigung auch relativ offen. Schlechtes Rebound-Verhalten eigentlich. Und dann kommen solche Würfe von Joe Buck. Buck heraus. Glück jetzt. Ja, dann verliert Coleman den Ball. Pratt macht's alleine. 25 zu 12. Das Spiel erinnert mich irgendwie an zu Beginn der Saison. Ja, auch als Karlsruhe. Ja, auch in Zeiten von Karlsruhe. Es ist einfach die Struktur. Ein Derek Coleman, der jetzt von noch 8 Sekunden für den Angriff hat und einfach ein bisschen ideenlos wirkt. Ich vermute, er wird es alleine probieren. Nein, nicht. Benjelischka läuft drüber. Ja, da braucht aber vielleicht Derek Coleman auch einen Tick zu lang, bis der Ball dann mein Mitspieler ist. Oh, und der schaut rein von Dunbar. So. Eine Minute, 45 jetzt noch. Bringt Justin Crow den Ball, Platz für Lischka. Und der bekommt den Schrittfehler gepfiffen. Ja. Wechsel. So, jetzt ist Jerome Lagrange, der ja mit seiner Erfahrung hier Pluspunkte bringen soll für die Merlins. Jetzt Jerome Lagrange, der nicht viel Spieler bekommt, aber einfach ein komplett anderer Aufbauspieler ist. Genauso wie Costa Karamatskos. Der vielleicht jetzt ein bisschen Angriff hier ordnen kann. Auch wenn er der Pass fast durchgeht. Oh, und Scott Thomas, sehr stark heute. Scott Thomas, du hast angesprochen. Und 12 Punkte. Den kriegen sie überhaupt nicht kontrolliert. Im ersten Viertel 12 Punkte. Knapp die Hälfte der Punkte der Cuxhaven Baskets geht auch das Konto von Scott Thomas. Und bei den Merlins gelingt nichts. Nichts rein. 12-27, 15 Punkte, noch eine Minute zu spielen. Na, das Gute ist, wir haben noch 3 Viertel. Ja. Da schlafen die Cuxhaven, aber die Merlins schlafen noch viel tiefer. Ja, da war Joe Buck überrascht, dass der Ball ihn trifft. Noch 45 Sekunden. Und dann ist es erste Halbzeit. Das ist wirklich das schreckliche erste Viertel auch vorbei. Viele Einzelaktionen auch wieder Justin Crowe. Ja, aber wenn sie dann mal gelingen, ist das zumindest ein bisschen wieder ins Spiel reinzukommen. Man hat jetzt eigentlich in den letzten Spielen so eigentlich alles durchgemacht. Inklusive eines tollen Comebacks. Oh Mann, das Schrittfehler, sehr schön. Letzte Woche gegen Paderborn, als man im zweiten Viertel
unterirdisch gespielt hatte und den Sieg noch geholt, aber der Unterschied ist eben, ja, Paderborn momentan in einer ähnlichen Situation wie die Grazer Merlins. Ja. So, Costa Karamatskos jetzt im Feld. Man sieht, sie können zurückkommen, die Grazer Merlins, sie sind noch drei Viertel. Aber natürlich hier von einem im ersten Viertel wirklich überragenden Scott Thomas. Und so. Mike Rose von außen. Mit der Sirene! Psychologisch ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht war das der notwendige Wake-up-Call, hier auf 12 zu verkürzen. 12 Punkte Rückstand für die Grazer Merlins. Und das waren die ersten Punkte von Mike Rose. Und es gilt einfach, ja, im zweiten Viertel und auch in den darauffolgenden Vierteln Scott Thomas in den Griff zu kriegen. Ja. Und er wird mit Sicherheit nicht vier Viertel so durchwerfen wie jetzt. Dann wäre irgendwo bei Mitte 40 Punkten das nicht, aber es gilt dann ihm mehr oder weniger einen Bewacher an die Seite zu stellen. 90% Zweierquote bei den Gästen. Ja. Das ist eine überragende Statistik, die ja sicher nicht so auch bleiben kann und aus Sicht der Merlins nicht bleiben darf. Ja, wir haben heute auch wieder eine Neuerung für Sie im Livestream. Sie haben sie mit Sicherheit schon gesehen. Aktuell bieten wir eine Korbcam an, beziehungsweise wird auch die nächsten Spiele so laufen. Wir werden gucken, welche die optimale Position für die Korbcam ist. Aber auf jeden Fall ist es einfach, ja, für das Spiel macht es interessanter, neue Perspektive. Sie sehen, Merlins TV ist immer da mit am Ball, auch abseits des Parketts. Geben Sie uns ein Feedback. Über den Chat schreiben Sie uns eine E-Mail, besuchen Sie uns auf Facebook, facebook.com Merlins Live oder ganz einfach merlinstv.de. Wir freuen uns über jeden Zuschauer, wir freuen uns über jedes Feedback und freuen uns noch am allermeisten über ein sehr schönes Basketballspiel, was jetzt vielleicht jetzt ab dem zweiten Viertel auch wird. So. Ja, war eine recht kurze Ansprache von Willy Young. Spieler der Merlins relativ schnell wieder auf dem Parkett gestanden. Ich denke, die Leistung im ersten Viertel hat auch für sich gesprochen. Und Sprungballentscheidung. Ja. Ja, ich glaube, wenn du so spielst, merkst du auch als Mannschaft, dass du einfach einiges ändern musst. Ja, also. Ja, aber das war zumindest eine Erkenntnis, die aus den letzten Spielen, dass man das eben mittlerweile schaffen kann. Ja. Das hat in der frühen Phase der Saison einfach gefehlt, dass man diesen Schalter einfach nicht gefunden hat oder diese Erkenntnis nicht gewinnen konnte in den Spielen. Das hat man jetzt doch das eine oder andere Mal schon gezeigt, ja, dass man das kann. Wäre ein, beziehungsweise vielleicht auch beide Dreier zu Beginn von Philipp Friedl würdig durchs Netz gegangen, hätte das Spiel mit Sicherheit auch einen anderen Verlauf genommen. Aber natürlich bist du ein Ratzfatz mit 6-8 hinten und dann haben vorne im Angriff einfach die Ideen gefehlt. Aber jetzt mit Costa Karamatskos und Jerome Lagrange, zwei, die den Aufbau spielen können. Ja, die ihn ruhig spielen, aber die Ideen haben können. Und mit der Sirene, das tut dann auch weh. Onwu. Boah, Jemine. Onwu Bussi. Ja, die Nummer 17, Greg. Mike Rose. Block von Lischka. Lagrange, Lischka. Durchgesteckt auf Stevie Johnson. Sehr schön, sehr schön. Schön gemacht von Benny Lischka. Ja. Und dann eben wieder angesprochen. Stevie Johnson erwartet auf diese Bälle und er verwertet sie. Wobei er für mich da immer sehr, sehr, sehr knapp an der 3-Sekunden-Regel ist. Oh, na, das war definitiv keine 3 Sekunden. Da war rein und weg. 29, 33, 14 Punkte. 19. Ja, 19, 33. 29 wären schön. Das wäre schön, ja. Jerome Lagrange. Stevie Johnson. Wieder der Rebound bei den Gästen. Klasse gespielt von Scott Thomas. Ja, da sieht er, dass Oliver Magel dann einfach reinzieht. Und bevor er es komplett zum Selbst macht, gibt er einen Assist. Und das waren wieder zwei einfache Punkte für Cuxhaven. Karamatskos in Lischka.
Und wieder an den Ring. Na, der Korb ist einfach auch aktuell bei den Mördlins zu. Vielleicht sind die Wurfauswahl auch nicht die optimalste. Wobei, den muss Mike Rose nehmen. Ja, wenn sie in der Offense nicht klappt, dann müsste ich einfach ein bisschen in die Defense-Akzente setzen. Ja. Aber da, die Cuxhaven war es einfach sehr, sehr flink und schnell. Wieder mit dem Offensiv-Rebound. 18 Punkte. So, jetzt lassen sie den Johnson da alleine. Ja, das war ein schnelles Spiel. Er hat alles sich davon gestohlen, denkt sich, na, wenn es in der Defense eh nicht klappt, dann bleibe ich gleich vorne. Karamatskas gegen Magaldan, schönes Defense-Duell. Und Fuß, Ballbesitz für die Mördlins. Ja. Wechsel. So, Evan Harris zurück auf dem Feld bei den Gästen. Mike Rose. Block von Benjelitschka. Und noch 6 Sekunden für den Angriff. Wobei einfach auch der Weg zum Korb die Cuxhaven Basket sehr gut zustellen. Und da ist dann natürlich auch so mit einem schnellen Zug zum Korb wenig zu machen. 6 Sekunden noch. Mike Rose probiert es jetzt für 3. Mit dem Airboard. Oh, mit dem Airboard. Probiert's aus vollem Lauf. 21:3, 16 Punkte, 6 Minuten. Auch noch kein Foul nach 4 Minuten. Dann werden wir vielleicht auch mal die Angriffe durch einen Foul stoppen. 5 Sekunden, 4. Jetzt kommt das Foul. Jetzt kommt das Foul, ja, wobei Steve Jones nicht genau. Ich glaube, das Foul wollte er nicht, das war keine Absicht. Zwei Freiwürfe für Ivan Harris. Und er geht mit Glück rein. Tanzt auf dem Ring. Eingefangen von unserem neuen Korbkern. Ja, wir sehen das natürlich live und direkt. Und Harris macht beide. Und Stevie Johnson bekommt die Pause. Ja, ich glaube, die Baskets haben sich auch relativ gut auf Johnson eingestellt. Ja. Besonders was seine Stärke beim Offensiv-Rebound angeht, da kam er heute überhaupt noch nicht zum Tragen. Ja, das war ein guter Pass von Costa Karamatskos. Wer die letzten Spiele der Mördlins gesehen hat und jetzt Gegner ist, der muss sich auf Stevie Johnson einstellen. Ja. Und da ist natürlich mit der Nummer 22 an Ivan Harris mit dem größten Vorteil. Hey, komm schon! Foul gegen Benny Lischka. Und Philipp Friedl für Mike Rose. Und die Mördlins so mit 4 Deutschen auf dem Parkett. Ja, und Willi Young probiert jetzt wirklich das auch mit einer relativ schnellen Rotation hier. Das ist auch eine sehr kleine Rotation. Boah, der Scott Thomas. Ich glaube, der trifft heute Abend noch vom Klo. Ja. Also, ja. Wahnsinn. War das Thomas? Ich glaube, das war jetzt... War das nicht Scott Thomas? Nein, ich glaube, das war Das war die Nummer 5, ja, richtig. Ähnliche Frisur. Thomas, gerade nicht auf dem Parkett. Auf der Bank, ja. Und dennoch... Cuxhaven nach wie vor hier oben auf. Schöne Einzelaktion von Benny Lischka vor den Augen seines Bruders. Verkürzt auf 16. Ja, wir versuchen noch Johannes Lischka in der Halbzeit eventuell von Interview zu bekommen. Und Costa Karamatskas mit dem Foul. Ja, das war jetzt das taktische Foul. Ja. Sehe ich das auch so. Muss man eingehen, das geht er mit all seiner Raffinesse ein. Seine Masse. Dieses, ja, auch gewisse Risiko, eben den Foul zu bekommen, um den Cuxhavenern hier nicht wieder einfache Punkte zu bescheren. Jetzt gute Defense von
Crow gegen Harris. Und dann rutscht er aus. Jetzt gibt es den Sprungball. Und Five ist jetzt bei dem Jordan. Jetzt hat der Punkt. Ich wollte noch sagen, der muss jetzt rein und dann rutscht Justin Crow aus. Doppelwechsel wieder bei Cuxhaven. Jeremy Dunbar kommt zurück ins Spiel. Ebenso Jeremiah Kelly. Ja. Cuxhaven kann es aktuell leisten, einen Scott Thomas auf der Bank zu lassen. Ja. Die Merlins kommen dann doch trotz ihm, oder trotz, dass er nicht spielt, nicht dran. Moore sofort verteidigt. Bringt den Wurf dennoch. Aber nicht erfolgreich. 25:41, 4 Minuten 30 noch. Und hat Ballgewinn für Jay Moore. Jetzt müssen sie aus diesen Ballgewinnen, den wenigen, die sie da bekommen, auch was Zählbares machen. Aber der Ball ist bei den Gästen. Die gehen 3 gegen 3 durch. Kelly macht alleine. Nächste Auszeit von Willie Young. Ja, Belischka bekommt zur letzten Verwarnung. Er beschwert sich hier, dass ja, unter dem Korb Justin Glow gefoult wurde. Ja, die Wurfquote bleibt bei 50% aus dem Feld der Merlins. Ja, und sie bleibt nach wie vor bei 88% bei den Gästen. Ja, das waren jetzt eben zwei Aktionen der Merlins. Da haben sie den Ball erobern können in der Defense und haben nichts Zählbares daraus machen können. Das hätte sie wieder ein Stück ins Spiel zurückbringen können. Ja, das wären 4 Punkte gewesen. Ja. So steht's. 25, naja, laut Scoring im Internet 25:43, laut Scoring in der Halle 25:41. Ich habe jetzt auch nicht nachgezählt, was da korrekt ist. Auf jeden Fall, ja doch, 43 ist korrekt. Auf jeden Fall liegen die Merlins ja, hier mit sage und schreibe 18 Punkten zurück. Ja. Bei noch 3 Minuten oder bei 3 Minuten 58, knapp 4 Minuten noch zu spielen im zweiten Viertel. Es muss mal so ein kleiner Ruck durchgehen. Jetzt 18 Punkte sind vielleicht nicht die Welt in einem Basketballspiel. Das weiß jeder, der Basketball kennt. Aber es macht aktuell den Anschein, dass die Merlins hier einfach einen Tick ja, nicht die notwendigen Ideen haben, beziehungsweise Cuxhaven einfach immer einen Schritt schneller ist. Ja, ja, es fehlt wirklich den Merlins die Mittel, die offensichtlichen Mittel hier etwas gegen diesen Rückstand zu unternehmen. Ja, und Philipp Friedel. Man kann es ihm gar nicht übel nehmen. Er hat ihn frei im Wurf, er muss ihn nehmen. Ja, aber das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, ja. Das hat zuletzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Hockmann. Und Rebound bei Jonathan Moore. Na, ich glaube, das wird so der nächste Spielzug für Philipp Friedel. Ah, nein. Der wird immer versucht, auf der Weak Side freizulaufen. Lischka versucht, sich durchzutanken. Schrittfehler, ja. Das war deutlich zu sehen. Und Benny Lischka. So, Scott Thomas zurück. Und jetzt wird es spannend. Und Derek Coleman. Kommt ebenfalls zurück für Costa Karamatskos. Ah, dann wird er wieder den Aufbau übernehmen. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. Hat Will Young mit ihm nochmal gesprochen? Lässt er diese Stimme durchspielen? Probiert das auf eigene Verantwortung. Gibt den Ball Justin Glow und was macht er?
verlegt. Das gibt's nicht, ja. Und Alley-Oop-Anspiel klappt nicht, aber der Offensiv-Rebound und Glück und Buck für die Merlins. Ja, da war unter dem Korb der Merlins war niemand. Der Korb war verwaist. Jetzt das Foul gepfiffen gegen Fred. Ja, da war gerade. Ja, da war in der Defense so viel Platz wie im Winter auf dem Park bei seiner Sommerrodelbahn. Wahnsinn. Jonathan Moore. Jetzt mit zwei Freiwürfen. Wo 16 noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Ja, und Cuxhaven ist bisher mit einem einzigen Teamfoul ausgekommen in diesem zweiten Viertel. Ja, weil die Merlins einfach. Jamie Lanbar gegen Philipp Friedel. Und wieder Offensiv-Rebound Scott Thomas. Und das sind 19 Punkte. Ja. Neuer Versuch. Wobei, wenn ich hier sehe, wenn ich in das Gesicht oder in Philipp Friedels Gesicht, Joe Buck, jeder wartet irgendwie auf eine Ansage eines Spielzugs. Philipp Friedels da weiß nicht genau, was. Er weiß nicht genau, wohin er soll. Pass auf Joe Buck, aber da ist dann schon wieder ein Cuxhaven im Weg. Wildes ja, Ding wild, von Coleman. Wild, 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 wild. Foul gegen Coleman. Ja. Beim nächsten gelungenen Offensiv-Rebound der Baskets. Ja, es ist wirklich ein Rückfall. So krass muss man das sagen, auch wenn wir hier wirklich Pro-Merlins sind natürlich. Ein Rückfall in, ja, in alte Muster. Das ist auch ja, vielleicht ein bisschen gegnerbedingt. Natürlich gegner und man hat sich hier schon teilweise schon sehr, sehr stark euphorisieren lassen im Umfeld von den letzten Erfolgen. Das ist einfach nochmal ein Beleg dafür, man ist definitiv nicht näher an den Playoffs dran als am Abstiegskampf. Ja, das ist richtig. Das zeigen uns die Cuxhavener hier heute deutlich, die ganz klar ein Team für die Playoffs sind. Nächster Offensiv-Rebound. Und was macht Joe Buck da? Der wartet. Ja, der schaut zu. Wie Maurice plus Docker. Ja, beim nächsten Mal muss Joe Buck wahrscheinlich Eintritt zahlen hier. So. Und dem Cuxhavener gelingt auch der misslungene Rebound. Die nächste Szene. Jetzt der Block von Moore. So, und jetzt das Foul gegen Scott Thomas. Puh. Mesut Aydoktu unterbricht jetzt hier ein bisschen dieses Vogelwilde. Lass uns mal einen Blick auf die Rebound-Statistik werfen. Cuxhaven mit 20 Defensiv-Rebounds, werden die Merlins 9 haben. Und Cuxhaven mit 6 Offensiv-Rebounds und die Merlins mit 2. Das spricht eine sehr, sehr klare Sprache. Ja. Ja, auch selbst die Ballverluste sind ausgeglichen. 4 gegen 5, da kann man gar nichts sagen. Auch Ballgewinne, aber das Spiel ganz klar. Schlechte Wurfauswahl und natürlich auch ein furchtbares, furchtbares Rebound-Verhältnis. Und auch diese Aktion misslingt. Puh. Zeit war um, es geht noch 0,8 Sekunden Spielzeit. Wahnsinn. Für 28,47. Ja. Aber diese Aktion, diese Szene bezeichnen für den bisherigen Spielverlauf. Ja. Ja. In Paderborn hat William die richtigen Worte in der Pause gefunden. Ja, und wenn ich hier nicht aufpasse, hast du ratzfatz noch einen Dreier.
Ja. Wir schreien nicht. Wir schreien nicht, ja. Ja, 28:47. Freunde der Sonne, das haben wir uns mit Sicherheit anders vorgestellt. Ich vermute auch, dass sich die Cuxhavener etwas anders vorgestellt haben, dass die ersten zwei Viertel 19 Punkte Rückstand für die Merlins, 19 Punkte Vorsprung. Wir melden uns eventuell in der Halbzeit bei Jeliska und Ingo Enskat. Und ansonsten wieder kurz vor Beginn des dritten Viertels. Bis gleich, ciao. 19 Punkte Rückstand hat man sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Woran lag's? Was sind deine Erklärungen für den Rückstand? Und wohin geht's noch? Ja gut, ich denke mal, das Erste ist, man braucht keinen Scouting-Zettel, um zu sehen, dass wir momentan noch nicht bei der Sache sind. Das sind tausend verschiedene Sachen. Im Angriff spielen wir kein Stück zusammen. Das ist egoistisches Rumgedribbel und einzelne Würfe. In der Verteidigung setzen wir überhaupt nicht den Gameplan rum, den Willy ausgegeben hat als Trainer. Und da müssen wir einfach jetzt, Will muss die Mannschaft jetzt in der Halbzeit aufgeweckt haben, dass da was passiert. Die Jungs müssen rausgehen und brennen, weil wenn wir einfach so weiter vor uns hinspielen, dann sind wir auf der falschen Seite. Hattest du vielleicht auch ein kleines Déjà-vu zum Paderborn-Spiel? Dort war es ja auch so, dass ihr mit einem relativ großen Rückstand in die Halbzeitpause gingt und dann die Mannschaft sich doch wieder gefangen hat. Kann man da Parallelen ziehen zu dem Spiel? Ja gut, wir wissen, dass wir es besser machen können. Wir haben es jetzt in den letzten Spielen eigentlich deutlich besser gezeigt. Aber trotzdem sollte man nicht zu viel vorher prophezeien. Es liegt jetzt an den Jungs. Natürlich können wir es noch drehen, aber das wird eine ganz gewaltige Aufgabe. Da muss man sich nichts vormachen. Und wenn da jetzt nicht jeder an seiner Bestform spielt, dann wird es kaum möglich, noch das zu drehen. Ja, du sagst, es wird eine gewaltige Aufgabe. Hier ist natürlich auch die Unterstützung des Publikums gefordert, hier wirklich bis zum Schluss mitzugehen. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast. Johannes Lischka ist da, der ist Nationalspieler, ehemaliger Nationalspieler, spielt aktuell in der BBL bei den Walter Tigers Tübingen. Ich sehe ihn gerade nicht, aber Johannes, herzlich willkommen in Crailsheim und ich hoffe, du siehst noch deinen Bruder und die Crailsheim Merlins hier heute gewinnen. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit und weiterhin Vollgas geben. Wir dürfen gespannt sein, was die zweite Halbzeit bringt, was das dritte Viertel bringt. Es ist immer noch alles drin. 19 Punkte. Man muss sehen, Cuxhaven spielt, glaube ich, aktuell so am Limit. Mehr, wie sie jetzt spielen, können sie wahrscheinlich nicht. Weil dann ja, aber das ist schon ordentlich. Also ja, ja. Aber die Merlins können sich noch steigern, so meinte ich. Ja. Aber bewacht mir diesen Scott Thomas. Ja. Da mache ich gerade den Mund zu. Ja. Stellt auf 21. 14 Punkte für ihn. Ja, was hat Wulbul Young jetzt in der Halbzeit den Jungs mitgegeben? Ich denke, das waren keine netten Worte in der Kabine, die das Team hier von ihm bekommen hat. Heute auch in der Presse zu lesen, dass er sich während der Saison einfach gewandelt hat. Gewandelt musste ein bisschen vielleicht. Ja, das war für mich auch wirklich so ein Eindruck, warum es in den letzten Spielen doch besser lief. Dass Willi Young eben auch seine Zeit gebraucht hat, um anzukommen in dieser Liga. Das ist ihm meiner Meinung nach schon gelungen. Ja. Gerade weil sein Team in den letzten Partien eigentlich schon das komplette Programm abgeliefert hat. Vorsprung verwaltet, Spiele von vorne bis hinten wirklich klar dominiert, aber auch mal einen Rückstand wettgemacht. Und darum geht es jetzt. 17 Punkte Rückstand für die Merlins. Beziehungsweise aus Cuxhavener Sicht ein angenehmer Vorsprung, den man hier aber nicht auf die leichte Schulter nehmen soll. Jetzt kommt der Kick-Out-Pass zu Philipp Friedel. Jay Moore, 5 Sekunden noch. Und Justin Rowe. Das war schön gespielt. Schön ausgespieltes System. Und ein schwieriger Wurf für Justin Rowe, bedingt durch starke Defense. Aber erfolgreich. Ja, und Stevie Johnson mit dem Steal. Und wenn Stevie Johnson mal einen stoppt, dann ist das ein Ausrufezeichen an seine Jungs. Das ist Leute, emotionale Ausnahmezustand. Ja. So, weiter geht's. Ja, aber jetzt aber diese Aggressivität auch ein bisschen beibehalten. Rockmann, freier Wurf ans Brett. Da habe ich auch einen Foul eher von Harris oder Dunbar. Habe ich von hier nicht genau gesehen.
Ich glaube, Harris hat einfach noch einen Sugar mitgegeben, aber das ist Spiel ist dann. So, Rockmann, Kelly und ein Foul abseits des Balles gegen Justin Crow. Ja, aber das ist, glaube ich, seine Aufgabe jetzt auch hier ein bisschen Scott Thomas ja, zu beschäftigen. Ja. Erstes persönliches, also hier alles unter Kontrolle. Ja, lasst uns kurz einen Blick auf die anderen Spiele werfen. Heute Rasta gegen Kirchheim. Dort führt nach Ende des zweiten Viertels Rasta, Fechter, Rasta gegen Kirchheim. Dort führt ja, bis 6 Punkte nach Ende des zweiten Viertels zur Halbzeit. Ja, das ist ein anderes Spiel als hier. Sehr eng, sehr eng, sehr eng, ja. So, eben 3 Punkte für die Gäste. Und schon ist dieser ganz, ganz kleine Zwischenspurt verpufft. Jonathan Moore auf Derek Coleman. Stevie Johnson. So, aber also Stevie Johnson kommt definitiv mit anderer Energie aus der Pause, als er das Spiel begonnen hat. Ja, der Ball läuft auch jetzt viel mehr, die letzten 2, 3 Spielzüge bei den Merlins. Und Fuß von Jonathan Moore. Ja. Kelly gegen Friedl. Rockmann gegen Moore. Und Jeremy Dunbar. Der war sehr weit. Und aber der Rebound. Bei Cuxhaven. Rockmann jetzt wieder. Jetzt packt sich Justin Crow den Rebound. Wichtig. Und Jeremy dann mal mit dem Foul. Und das war das erste Teamfoul der Gäste aus der Nordseestadt. Zumindest ein anständiger Beginn der Hausherren ins dritte Viertel. Ah, der Pass war vielleicht ein Tick zu tief für Stevie Johnson. Und Rockmann mit Platz und Anlauf. Ja, ich glaube, wenn du den noch stoppst, dann riskierst das End One. Yep. Justin Crow. Jetzt, Jungs, halte ein bisschen die Energie hoch. Aber auch oft im Angriff von Cuxhaven. Zwei Verteidigungsspieler gegen den Aufbau, ja. Ja, spielen wirklich eine sehr, sehr starke Defense. Auch hier Justin Crow kann keinen vernünftigen Ball spielen. Und so die Chance für Cuxhaven hier wieder auf 20 zu stellen. 6 Minuten noch zu spielen, gut in diesem Viertel. Und das Foul gegen Friedl. 2 Freiwürfe für Dunbar. Jeremy Dunbar mit bisher auf 6 Punkten bzw. jetzt 7 in diesem Spiel. Er ja auch kein Starting-5-Spieler bei Cuxhaven, aber wirklich von der Bank. Heute war, Starting Five. Heute war einer Starting 5. Ja, und auch mit ein Starting 5 Spieler, so wollte ich sagen. 18 Minuten Spielzeit, 3 Rebounds, 2 Assists, 7 Punkte. Das lässt sich gut sehen. Und trifft jetzt Philipp Friedl seinen ersten Punkt. Nein, aber immerhin ist der Rebound bei Stevie Johnson. Seinen ersten Punkt von außen, so wollte ich sagen. Philipp Friedl. Jonathan Moore. Derek Coleman für 3. Und mit der nächsten Fahrkarte. Ja, es gibt wieder 2 Freiwürfe für Kelly und Doppelwechsel bei Cuxhaven. Mageldanz und Brad zurück im Spiel. Ja, das war das dritte
persönliche eben gegen Derek Coleman. Der Kerl ich verwirf. Den zweiten trifft er. 21 Punkte Führung. Alles unter Kontrolle für die Cuxhaven Baskets hier in Crailsheim. Ja, da wird der Risikopass von Derek Coleman. Glück für die Merlins. Ja. Ja, das sind aber alles so kleine, es ist symptomatisches Spiel. Ja, Fuß. Spielzüge. Fuß. Und noch 15 Sekunden. Und Benny Lischka wird zurück ins Spiel kommen. Jonathan Moore geht für ihn raus. Ja, 2 von 2. Verkürzt hier ein bisschen, aber das ist immer noch alles ein bisschen Ergebniskosmetik. Es muss mal ein Lauf der Merlins her. Ein kleiner Lauf, 5, 6 Punkte in Folge. Ja, und der sollte so langsam ganz schnell her. So, jetzt mal wieder Rebound für Coleman. Philipp Friede Dunbar. Schnell zugestellt von Jeremy Dunbar, Stevie Johnson. Kick-Out-Pass, sehr schön. Nein, 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 da will heute nichts fallen. Philipp Friedl, ja. Aber das ist symptomatisch für diesen Rückfall in die schweren, schweren Zeiten dieser Saison. Nächste Chance. Ein bisschen was abzuknabbern. Friedl. Das gibt es nicht. Er hat aber out, ja. Mal kurz einen Blick auf seine Statistik werfen. Ja, 0 von 7. 0 von 7, ja. Also Gesamt 0 von 9 jetzt. Und während hier Kelly vormacht, wie es geht, Mühe hat. Auszeit. Und jetzt bin ich mal auf den... Wir haben hier oben einen sehr guten Blick auf die Trainerbank, auf die Auswechselbank der Kaiser. Jetzt bin ich mal auf die Ansprache von Willie Young gespannt. Ja, wirkt noch alles bis jetzt sehr ruhig. Ja, ich denke in der Kabine, in der Pause war es sicherlich laut genug. Aber auf der anderen Seite, ja, es bleibt einfach dabei. Es braucht eigentlich gar nicht viele Worte, um das zu erklären, was hier schief läuft. Nämlich einfach alles. Ja. Selbst Cuxhaven jetzt von ihrer Wurfquote aus dem Zwei-Punkte-Bereich ordentlich abgesunken. Aber meiner Meinung nach sind wir jetzt auch schon, wenn man den Spielverlauf bislang betrachtet, an einem Punkt angelangt in dieser Partie, wo es wirklich für die Merlins nur noch darum gehen wird, das Ding hier mit Anstand zu beenden. Zu Beginn des Viertels ist man wirklich mit guter Energie, mit guten ausgespielten Angriffen herausgekommen, aber es hat einfach nichts Zählbares bewirkt. Die Lunte hat gebrannt, aber es kam nicht zur Explosion. Oh, das war jetzt sehr bildlich. War sehr, sehr bildlich und sehr, sehr treffend. Und Philipp Friedl. Justin Grow. Passt auf. Benny Lischka hat jetzt einen freien Wurf und auch der geht an den Ring. Und
Und wenn nicht aufpasst, wirft Kelly direkt. Riedel auf Justin Crow. Fast Break abgeschlossen. Verkürzt auf 20 Punkte. 3:15 noch zu spielen im dritten Viertel. Und 4 Teamfouls auf Seiten der Merlins. Während der Rest 2 auf Seiten der Cuxhavener. Und jetzt Justin Crow hat hier eine Privataudienz mit Scott Thomas. So, jetzt geht Friedel raus und Moore kommt. Ja, Philipp Friedel immer gut ackert und er sich immer schön frei läuft, aber einfach der Wurf liegt bei ihm so rein, geht wie er rein sollte. Derek Coleman, Benny Lischka, Jonathan Moore. Mischka verliert den Ball, Fast Break, Dunbar, Thomas, Brett. Und Rebound, Crow. Moore frei von außen. Oh, auch diese Bulle gehen nicht rein. Ja, dann nimmt er das Foul zumindest mit. Ah, das sind aber alles Spielzüge, die wirklich zu dem Spiel hier passen. Ja, drittes persönliches gegen Scott Thomas. Aber das tut den Baskets hier überhaupt nicht weh. Nein, er hat jetzt bei 14 Punkten geblieben. Er hat ein brutales erstes Viertel gespielt. Und dann aber auch im zweiten Viertel. Also dann auch nicht mehr natürlich viel Spielzeit bekommen, das war das eine. Dann auch vielleicht gut bewacht von Justin Crow. Er ist aktuell bei 12 Punkten. Während hier sich jetzt Justin Crow wieder mit 13 Punkten zum heimlichen Topscorer der Mörder entwickelt hat. Aber auch das ist in solchen Spielen ein Muster ohne Wert. Na, das ist richtig, ja. Da fragt nachher keiner mehr danach. Und der zweite geht rein. Ah, dann auch noch Pech. Moore und Kelly darf jetzt von außen. Direkt zu Monja Pratt. Und Ballgewinn für Benny Lischka. Derek Coleman, Justin Crow von außen. Rebound bei Stevie Johnson. Und Neuaufbau. Ah, da sind aber auch dann 2 Mann an Jonathan Moore dran. Und Ballbesitz für die Merlins. Für das Teamfoul. Cuxhaven Baskets. Und noch 1 Minute 37 zu spielen. Schön gespielt, schnell gespielt. Coleman of Crow. Ein kurzer Blick auf das Spiel in Vechta. Dort hat sich jetzt Vechta einen leichten 11-Punkte-Vorsprung geholt. Bei noch 4 Minuten und 40 zu spielen im dritten Viertel. Ja, da geht er rein. Ja, und so schnell sind es wieder 20. Und so unauffällig halten die Cuxhavener hier einfach diesen mehr als deutlichen Vorsprung. Stevie Johnson allein gegen 4. Ja, da hilft dann aber auch keiner. Ja. Ja, Justin Crow mit dem taktischen Foul jetzt. Es ist alles irgendwie eine Lethargie in der Mannschaft aktuell. Alle schauen genervt. Ja, muss ich als Merlins-Anhänger leider sagen, dass mir das nicht so gefällt. Mike Rose wird wieder kommen. Und es ist sehr, sehr ruhig in der Halle für einen gegnerischen Freiwurf. Richtig, ja.
auch jetzt noch, also das kennen wir anders. Und Wechsel, Doppelwechsel, Mike Rose und Joe Buck für Stevie Johnson und Justin Crow. Ja, liebe Zuschauer im Stream, wir hätten Ihnen heute gerne ein besseres Basketballspiel gezeigt. Leider liegt das oftmals, oder eigentlich liegt das nie in unseren Händen. Wir versuchen für sich immer dann natürlich das Spiel so zu kommentieren, dass es trotzdem interessant wird, wobei wir uns hier auch ein bisschen schwer tun heute, Micha, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Jonathan Moore hier zieht mit Mühe und Not das Foul gegen Mackeldanz und darf an die Linie. Macht den ersten. Johnson! 37 Sekunden dann noch. Gibt dritten Viertel. Cuxhaven kann den letzten die Uhr nicht ganz runterspielen. Aber solche Rechnereien, da braucht man sich auch momentan gar nicht drauf einlassen. Nein, das ist. Ich denke, das Spiel benötigt wirklich ein kleines Basketballwunder, dass die Merlins hier noch mal wirklich Gas geben. Und das war das Foul der Nummer. Zweite persönliches gegen Moore. Jetzt gegen den Nummer 1 der Gäste beim Rebound gegen Joe Buck. Drittes Viertel. 20. 66, 49 in Kirchheim. Dort wird es auch langsam standesgemäß. Während die Moments hier. Ja, ich will nicht sagen standesgemäß und auch nicht wie erwartet vielleicht. Aber doch deutlich hinten liegen. Zwei Freiwürfe für Joe Buck. Der schaut rein. Ja, der Blick zum Spiel Vechta gegen Kirchheim natürlich für die Merlins interessant, weil die Kirchheimer ja gemeinsam mit uns da in den Tiefen der Tabelle in dieser Saison hausen. Ja, das Spiel wird auch nächste Woche. Nächste Woche Auswärtsspiel der Merlins in Kirchheim. Ganz genau. Das wird auch sehr, 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 sehr spannend. Oh, mit der Sirene. Zwei Punkte Wurf. Ja. 45-67. 22 Punkte. Es braucht ein großes Basketballwunder, wenn die Merlins hier noch was Zählbares holen wollen. Ich habe auch in der Halbzeit ganz kurz mit Danny gesprochen und zum Hallensprecher sagte, naja, bei so einem Spiel, du weißt ja auch nicht so recht, wie du das Publikum animieren sollst. Aber Kirchheim mit einer ähnlich schlechten 3-Punkte-Quote. Wir haben auch eine Quote von 0 von 8 Versuchen. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, plagen Kirchheim auch aktuell sehr starke Verletzungssorgen. Ja, also es hieß, dass sie nur mit 2 gesunden Deutschen nach Vechta gefahren sind. Das ist natürlich keine Ausrede, aber macht die Voraussetzungen dort ungleich schwerer, als es vergleichsweise für die Merlins hier gegen Cuxhaven zu Hause hätte sein sollen. Ja, wenn ich es richtig sehe, ist Jonathan Meyer und Sebastian Adeberg sind die Deutschen. Cedric Brooks ist meines Wissens kein Deutscher. Nein. Podromo auch nicht, Tim Burnett auch nicht. Ja, Stefan Ilzhöfer noch, wobei ich den jetzt nicht kenne, das wird ein Ergänzungsspieler sein. Ein Ergänzungsspieler. Ja, zwei Deutsche, wenn ich mal auf die Spielzeit der Spiele gucke. Dann wird es einfach so sein. Sebastian Adeberger hat 26 Minuten, er hat nahezu durchgespielt. So, letztes Viertel. Aber zurück ins letzte Viertel. Was können die Merlins hier noch reißen? Oder drehen noch mal die Cuxhaven Baskets richtig auf?
und du passt den Merlins so eine richtige Klatsche? Ich glaube nicht, nee. Glaube ich auch nicht. Die haben hier das dritte Viertel cool und konzentriert gespielt und ich denke, so setzen sie das hier fort. Joe Buck, Derek Coleman. Aber wohin mit dem Ball? Wohin mit dem Ball? Benny Lischka von außen. Offensiv-Rebound, Joe Buck. Wobei dann natürlich auch hier der Cuxhavener. In der Defense würde ich nicht mehr mit Emotionen rangehen. Monja Brett. Ja. Cuxhaven würde es vermutlich jetzt clever machen und wird einfach die Angriffe, solange es geht, ausspielen. Harris. Offensivfoul. Ja, ich habe gerade mal noch nachgeschaut. Das andere Spiel vom heutigen Abend auch nicht uninteressant. Vielleicht noch interessanter für die Greizer Merlins, die Oettinger Rockets Gotha verlieren in Göttingen. Oh ja. Mit 65-56. Das heißt, zumindest der Punkteabstand zum Abstiegsplatz, ja, zum Platz 15, bleibt bei 4 Punkten. Das ist nicht gut, aber es kann angesichts des heutigen Spielverlaufs hier, hätte es auch gut und gerne verkürzt sein können auf 2 Punkte. Rockman. Harris. Ja, wie gesagt, sie lassen einfach die Uhr laufen. Oh. Jetzt der Ball bei Lischka. Aber ganz schnell. Das Foul von Rockmann. Das Foul von Rockmann. Ganz, ganz clever gemacht. Oh. Ja. Boah. Nächste bezeichnende Szene, taktisches Foul von Joe Buck für dieses Spiel. Und es findet jetzt auch schon wieder immer weniger Teamplay statt bei den Greizer Merlins heute. Wobei ich nicht mal behaupten kann, Cuxhaven hätte uns in der Defense extrem auseinandergenommen. Es war teilweise wirklich eigenes Unvermögen. Ja, es war teilweise schon gut gespielt zu Beginn. Es hat einfach ein sehr, sehr starker Auftakt. Der Cuxhavener hat hier gereicht, ja, um die Moral der Merlins hier schon wieder ganz weit mit nach unten zu treiben. Mit Brett. Ah, Jonathan Moore. Ergebnis Kosmetik. Ja, gegen Karlsruhe waren es, glaube ich, 18 Punkte Differenz am Ende. Das ist jetzt der Richtwert. Ball gegen Lischka. Ja, das zweite persönliche gegen ihn. Noch das zweite Teamfoul. Und 2 Freiwürfe für Harris. Und 20 Punkte Vorsprung für Cuxhaven. Was gibt es noch zu sagen? 7 Minuten 42. Ja, ganz genau. So, Coleman, Joe Buck, komm, jetzt. Stevie Johnson. Und hinten mit dem Rebound. So, Coleman, Buck, Moore. Für 3. So, jetzt sind 17 und
Ja, diesen 5:0 Lauf stoppt Cuxhaven mit der Auszeit. Na, während ja Danny versucht, das Publikum nochmal zu reanimieren, wollte ich fast sagen. Zu animieren. Ja, das sind 17 Punkte Rückstand. In noch 7 Minuten. Ja, die Halle ist da. Die Halle ist jetzt da. Ja. Die Frage ist, reicht sein Möglichstes? Reicht's noch und ist auch die Mannschaft da? Ja, da muss jetzt starke Defense, starke Offense und ja, Cuxhaven, glaube ich, irgendwie eine Jugendmannschaft aufstellen. Oh. Man hätte Cuxhaven auch mit 4 Mann, also sie haben es jetzt schon versucht, in Mörlins was Gutes zu tun, hier mit 4 Spielern anzufangen. Ja. Sieben Minuten noch. Derek Coleman einen Schritt zu spät. Und das Foul von Justin Crow. Aber der Kopf zählt nicht. Pfiff kam deutlich vorher. Ah. Was willst du da noch sagen? Und Stevie Johnson. Stevie Johnson mit dem Ballgewinn. Gutes Timing. Joe Buck mit Foul. Ja, mit Foul. Joe Buck mit dem Zusatzfreiwurf. Der springt raus. Ja, aber jetzt das verstehe ich auch wieder nicht. Da geht keiner zum Offensiv-Rebound. Ja. Aber ne, es sind 15 Punkte, 6,5 Minuten. Ja. Ja, und Cuxhaven spielt jetzt die Angriffe einfach schön herunter. Ja. Oh. Ja, das habe ich auch. Der Ball sprang vom Ring weg. Nach meiner Regelkunde ist das anders. Ja, nach meiner Regelkunde ist das ein sauberer Block. Der Ball ist frei. Ja. Nach der Blockberührung ist der Ball eigentlich frei. Ärgerlich war, das ist ja noch zwei Punkte Wurf. Aber ich meine, der Ball ist nach Ringberührung frei. Johnson zu kurz. Und jetzt Fred mit ganz viel Platz. Schrittfehler, ja. Kirchheim kämpft sich wieder ran. Das sind noch 9 Punkte Rückstand jetzt für Kirchheim. Ja, wenn hier Jonathan Moore von weit draußen wirft und nicht trifft. Ball wieder völlig unter Kontrolle bei den Gästen. Ja, da haben sie natürlich Zeit, da haben sie Zeit. Clever gespielt, Rockmann gegen Buck. Jetzt der war regelkonform.
Dustin und Joe. Erfolgreich. Verkürzt wieder auf 15. Ja, das Duell Thomas gegen Grow. Ja, die haben sich ganz, ganz lieb. Das. Oh, das war gerade die gleiche Szene. Ball sprang vom Ring. Ja, und jetzt. Jetzt zählt's. Na gut, whatever. Ja, der Schiedsrichter korrigiert. Ballbesitz. Ja. Einer sieht es so, einer sieht es so. Ballbesitz für die Merlins. Ja, das habe ich ähnlich gesehen. Ja. Gute Entscheidung. Zeigt auch natürlich die Größe des Schiedsrichters, wenn er hier wirklich die Entscheidung zurücknimmt. Ja, 15 Punkte, 4 Minuten, 34 noch. Wird das noch ein Basketball-Krimi hier? Ja, die Zeit spricht gegen die Merlins. Ja. Justin Joe. Wow, der versenkt ihn hier. Verkürzt auf 12. Na, wenn sie es jetzt unter 10 bringen würden, dann würde ich meine Meinung gerne mal revidieren. 14-7. Das Scoring im vierten Viertel. Und dann wurde Joe Buck ordentlich abgeräumt. Ja, aber das Foul geht gegen ihn. Block von Johnson sauber, aber Foul gegen Joe Buck. Zweites Persönliches. Ah, da gibt es noch ein paar wüste Worte von Brett an die Adresse von Derek Coleman. Und das gibt zwei Würfe. Für den trash-talkenden Spieler, der guckt auf den Basket. Der erste ist drin. Und der zweite ist drin und Wechsel bei den Baskets. Ich wollte gerade sagen, Jeremy Dunbar noch mit. Wenig spielt er jetzt in der zweiten Halbzeit, da ist er wieder. Und noch Evan Harris zurück, der hier jetzt die Rebounds pflücken soll. So, und jetzt jedes mit Recht. Jede Sekunde. Tipp in Johnson. Johnson. Aber nur noch 3,55 und immer noch 12 Punkte. Und Johnson Crow. Joe Buck. Ah, oh, Ballverlust. Schade. Ah, 3 gegen 1. Wow! Sieger! Jonathan Moore! Boah! Nagelt hier! Ich meine, es war Scott Thomas am Brett fest! Derek Coleman macht er wieder so ein Ding wie in Paderborn, 5 Sekunden. So. 10 Punkte, oh 10 mein Punkte. Gott. 3 Minuten 3. Oh mein Gott. Harris gegen Buck, 8 Sekunden noch. Ah, da bekommt Joe Buck sein drittes persönliches Foul und zwei Freiwürfe. Zwei Freiwürfe für die Cuxhaven Baskets. Aber keine einfachen Punkte. So, ab jetzt gibt es jedes Foul. Für jedes Foul der Kreise Merlins bekommt Cuxhaven Freiwürfe. Nummer 1 erfolgreich für Harris. Nummer 2 auch. Und Auszeit für die Merlins.
Hat's ein bisschen gewundert, dass die Auszeit von Cuxhaven nicht kam bei dem kleinen Lauf, den die Mördes jetzt hatten. 21:10 im vierten Viertel. Ja, aber jetzt eben Willi Young. Was kann er seinen Mann jetzt noch sagen? 2:42 noch 12 Punkte. Was hat man nicht schon alles gesehen im Basketball? Ja, wobei. Aber ja, noch sagt mein Gefühl, das geht sich nicht so ganz aus. Wobei es zeigt wieder, sie können anders spielen. Das ist das, was ich dann teilweise nicht verstehe. Ja, es zeigt zumindest, dass man, was ich angesprochen habe, dass dieses Spiel wirklich anständig beendet, hier nicht wirklich alles unversucht lässt, noch was zu bewirken. Ja, was macht Willi Young jetzt? Sucht der Ball wieder weiter über die Zone in den Korb zu spielen? Oder probiert er es von außen nochmal? Wobei der ihm heute ein bisschen die Möglichkeiten fehlen. Philipp Friedl würde ich leider sehr unglücklich von der Dreierlinie. Und auch Jonathan Moore. Oder Derek Coleman. Ja gut, Coleman, der in Paderborn nicht einen einzigen Wurf getroffen hat. Aber bis, den entscheidenden. Bis zum letzten, ja. So, 2 Minuten 42, 12 Punkte. Vorsprung für die Cuxhaven Baskets. Ball bei Johnson, bei Buck, bei bei Rockmann. Bei Rockmann, ja. So. Thomas. Foul. Sehr gutes Foul von Justin Crow, sein viertes persönliches. Und es gibt nochmal zwei Freiwürfe für Scott Thomas. Und ein Rebound bei Joe Buck. Und der schaut rein. Und meiner Meinung nach war da Thomas noch mit dem Ball im Aus. Aber Spiel läuft weiter, noch 2 Minuten, 13 Punkte Vorsprung. Das war's. Und das war das fünfte persönliche Foul von Justin Crow. Das war's für ihn heute. Und ich glaube, das war's auch für die Greizer Merlins heute. Ja, die kleine Siegesserie wird vermutlich brechen. Ja, man ist einfach viel, viel zu spät hier ins Laufen gekommen und stand einem Gegner gegenüber, der hier wirklich zu jeder Zeit, vielleicht bis auf diese 1-2 Minuten, Herr der Lage war. Und deswegen hier auch ganz, ganz verdient. Ja, gewinnt. Dieses Spiel gewinnen wird. Kann man so sagen. Sind wieder 15. 1,50 noch. Nächste Woche geht's weiter im Abstiegskampf. Ja, Kellerduell. Gegen die Kirchheim Knights. Dort werden in Kirchheim vermutlich mehr Fans der Greizer Merlins sein als Fans von Cuxhaven hier. Hatte ich vorhin mitbekommen. Ich glaube, es ist kein einziger Fan der Cuxhaven Baskets hier. Wobei, es ist auch wirklich eine weite Strecke. So nochmal. Nein, kein Ball gewinnt. Und selbst da kann Harris den Ball sich holen. Ja, jetzt ist auch die Körpersprache wieder eine andere bei den Merlins. Letzte Minute wird gleich anbrechen. Zwei. Dann. Ja, dann fallen jetzt auch wieder alle Bälle raus. So, Mike Rose nochmal. Mit dem Ergebnis Kosmetik. Letzte Minute läuft. Ja, die Punkte müssen woanders geholt werden.
glaube, das hat Benny Lischka zum Spiel gegen Karlsruhe hatte er das angesprochen. Auch da, das sind nicht die Spiele, die du zum Klassenerhalt gewinnen musst. Ja. Da ist zum Beispiel nächste Woche wären die 2 Punkte ja, Gold wert. Schrittfehler. Ja. Zuletzt einen Gruß an die Cuxhaven Baskets Jungs, die im Sportlereck unseren Livestream verfolgen. Ah, der Pass sollte wohin, wo niemand so richtig bereit war. Und es gibt nochmal 11 Sekunden Ballbesitz für Cuxhaven. Ich denke aber, da wird nicht mehr viel passieren. Sie werden den Ufer runterspielen. Was bleibt uns zu sagen? Du hast gesagt, das sind nicht die Spiele, die man unbedingt im Klassen gegen den Abstiegskampf gewinnen muss. Man kann sie gewinnen. Ja, das wären natürlich Pluspunkte, das wären Big Points. Ja. Aber im Endeffekt muss man wirklich sehen, dass man gegen die direkten Konkurrenten die Punkte holt. Ja, die Minis und damit diesen Vorsprung, den man eben jetzt hat, beispielsweise auf die Rockets Gotha hält. Die Miniserie der Greizer Merlins bricht. Leider, wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ich kann da gar nicht sagen, auswendig gegen wen. Jena müsste kommen. Gegen Jena müsste kommen. Nächste Woche sind wir in Kirchheim, da hoffen wir auf ein schöneres Spiel. Wünschen Ihnen noch einen schönen guten Abend. Grüße an die Nordseeküste. Und was bleibt uns noch zu sagen? Tschüss und ciao, sagt Merlins TV.